So, hallo Leute, es wird wieder Zeit für die nächste Folge von Alien Isolation. Alien Isolation auf Schwierigkeitsgrad Albtraum. Und ich gehe mal wieder hier raus. Ich würde gerne da rein. Aber ich habe so das leichte Gefühl, dass die mich dann erwischen. Ich guck mal eben kurz hier rum. Beide hier. Oh Mann, ich traue mich nicht hier rein. Ich gehe erstmal hier rum. Scheint warm drin zu sein. Oh, es scheint hier direkt zu sein. Kann aber nicht ganz einsortieren, wo der genau ist. Müsste eigentlich genau vor mir stehen. Da ist er. Mal gucken, was ich hier noch machen kann. Ups. Mal schauen, ob der mich hier entdecken kann. Sie sollten nicht hier sein, auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Sieht er mich nicht? Doch, der kommt. Lalala. Ich würde gerne an den PC kommen. Ich gehe mal eben hier durch. Ich muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Ach, der toll, der ist nicht offen. Aber der arbeitet da wieder dran. So, hier hinschleichen. So, hoffen, dass er mich nicht sieht. Das ist ein Schalter. Irgendwas habe ich jetzt eingeleitet. Oh. Oh, das war jetzt aber krass. Das war vorher gewusst. Hier geht es dann nur zu verstecken. Das kann ich dann also im nächsten auch machen, hoffe ich doch mal. Liegt hier irgendwas von Bedeutung? Sieht nicht so aus. Ich guck, ob diese Monitor, ob einer an ist, aber es scheint nicht so. Aha. Neuverkabelung. Gasumleitung aktiv. Lautsprechersystem. Ich lasse das einfach mal so. Okay. So, dann mal gucken, ob ich da dran komme. Jetzt ans hier durch, meine ich. Ne, ist gesperrt.
befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Okay. Wo war das mit dem Drücker nochmal? Hier war das. Gucken, ob ich nochmal drücken kann. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Tate. Nee, Mist. Das ist jetzt blöd. Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? Geh weg! Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich nochmal drauf zugreifen kann, nochmal was anschalten kann. Okay. Kommt hier rum. Morgen. Gemeinsam. Bleibt er jetzt hier oder was? Schnell. Shit, geht nicht mehr. Oh, war aber schnell, war aber Glück gehabt jetzt. Ah, jetzt ist er hier. Muss ich mich beeilen, wenn er wieder kommt, wenn er wieder zurückgeht. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Tate melden. Okay, wird gemacht. Gut, haben wir das schon mal geschafft hier? Oh, was hat denn hier? Leuchtfackel habe ich voll. Hat nicht gerade was geblinkt? Wahrscheinlich wegen dem Verstecken. Hier ist auch nichts mehr. Wo bin ich jetzt hier auf einmal? Musste ich nicht noch ins andere? Scheiße. Hey, der Witz gerade kaputt down. Hier liegt was. Ausweiskarte, sehr schön. Gut, das machen wir schnell noch. So. So und so, jetzt haben wir's. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. So, jetzt ruft natürlich gerade meine Frau an. Aber ich kann da nicht dran gehen. Also wenn ihr klingeln hört. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Muss ich nachher halt mal anrufen. So, wo muss ich hin? Ja, ich muss wieder zurück. Natürlich.
Okay. Verdammte Hacke. Ja, ich weiß. Muss ja mal ganz schnell durch hier. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Was? Hat er mich gesehen? Verdammte Hacke. Oh nein, jetzt wird's rot. Oh nein, verdammt. Nein! Aua, du blöde Sau. Okay, das war... Hat mal kurz knack gesagt, aber okay, dann muss ich nochmal laden. Ich hab gedacht, das wäre der gewesen, der da im Gang rumgelaufen ist. Verdammt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich mich leicht erschrocken. Ich höre nichts mehr. Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Es sind zwei auch noch hier. Ach, hätte ich das mal aufbewahrt, wa? Ach nö. Hatte ich natürlich genau in dem Moment umgedreht, wo ich hier... Nix. Rennen hat Unfälle zur Folge. Nicht rennen. Ich wollte sagen, zieh doch mal die Maske auf hier. Irgendwo verstecken. Oh oh, die wissen, wo ich bin. Ich weiß, dass sie hier sind. Nein. Mach nicht die Tür auf. Drei Stück. Nicht bewegen. Zu suchen verschwindet wertvolle Firmenzeit. Dann geht. Ich werde sie sowieso finden. Spiel
diese Anforderung aus der Warteschleife entfernt. Puh. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ja. Ich freigegeben, Apollo in Kenntnis gesetzt. Sehr schön. Das heißt, ich kann den Speicherpunkt da nutzen, wenn der Trottel hier raus ist. So, wenn die Tür zugeht, gehe ich wieder raus. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Nope. Schnell speichern. So, ich habe irgendwas angeschaltet gehabt. Jetzt natürlich wie durch die... am Domterminal Zugang. Ach, verdammte Hacke. Bin ich natürlich falsch gelaufen, so wie es aussieht. Na gut, okay, dann, Apollo-Kern. So, hier sind ja auch noch welche drin, ne? Zwei waren hier drin. Oh, das ist eine Leiter gewesen. Oh mein Gott. Schwein gehabt, der geht wieder zurück. Sie können an ihn die Androiden immer erkennen. Oh Mann, ey. Okay, hab mich nicht gesehen. Ach Gott. Der geht immer nur hin und her, ne? Sobald hier vorbei ist, drücke ich E. Geht immer im Kreis, okay. Sechsen. Morgen. Gemeinsam. So, schnell davor. Angestellter Ransom hier mit einem Bericht an die Geschäftsführung. Sie und Sie beiden neuer Gegner, die Geizungen lassen sich hier im Sturm untergehen. Ich hätte einen einmaligen Fund. Mein Leben für die Firma aufs Spiel gesetzt. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgeschnitten. Keine der Techniker im Apollo-Kern antworten auf meine Nachrichten. Wir werden hier alle verrecken, Sie Schweine. Sie haben es alles vergeigt. Sie und Ihre Firma können mich mal kreuzweise. Arschlöcher. Okay. Wie es aussieht, kann ich hier jetzt durch. Jo. Oh, da war was. Geringe Energie. Oh. Bin ich ja doch schon hier. Okay.
Gut, dann das mache ich doch nicht. Speichern. So, das heißt, ich werde jetzt hier das Ding aktivieren. So. Wünscht mir Glück. Na? Was? Wollt ihr verarschen? Was war? Wie soll ich das denn schaffen? Wie schnell das geht. Das kann ich doch nicht schaffen. Was? Drücken Sie die passenden Tasten zu bewegen. Tasten bewegen, wenn der Schaltkreis aktiv ist, okay? Also oben, rechts und unten. Schon mal okay. Okay, da will ich nicht noch mal hin. Das habe ich schon mal aktiviert. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht geht das dann auch anders. Ich kann mir nicht vorstellen, weil ich kann das ja nicht so schnell machen. So schnell kann ich das alles auch nicht drücken, ne? Richten die Ventile mit rechts, links, nach links, nach rechts aus und bestätigen sie mit Eingabe. Okay. Ist gesperrt. Okay, jetzt sollte es gehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Ich habe aber nur noch den einen Versuch. Sehr gut. So. Ist wenigstens schon mal schnell hier klappt. Dann Apollo. Komm schon hoch. Moment noch. Wo ist es? Da. So. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Gucken, was sie zu sagen hat. Was? Scheiße.
Okay. Zentralen Reaktor. So, das heißt, ich muss wieder weg hier. Oh, Moment mal. Raymond Yutani, wir bauen bessere Welten. Dann gehen wir doch mal direkt dahin, wa? So, gucken, ob wir hier was finden. Paulus Inter... Blablabla. Bla. Okay, ihr wisst, Pause drücken, wenn ihr irgendwas lesen wollt. Okay. Da ist ja gar nichts. Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Einmal zu viel gedrückt. Okay, da ist sonst nichts mehr drin. Das heißt, hier ist auch nichts mehr? Oder kann ich hier noch was einsammeln? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Na gut. Ab zum Maschinenraum. Hallo? Gut. Da sind wir. Ich bin hier, Rip. Was gibt's zu berichten? Apollo folgt Weyland-Yutani-Protokoll. Wie bitte? Season hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Oh Mann, ich hab Angst, Leute. So. Warnsystem einschalten. Erstmal umgucken hier. Das ist schon ein Abspielgerät. Speicherpunkt. Mache ich das erstmal. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Die Syntheten spielen verrückt, also habe ich ein paar Leute organisiert, mir zu helfen. Ich habe einen von ihnen in einen Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Waits und die Marshalls berichten. Gut, dann stelle ich mal den Strom hier wieder ein, damit die Bahn hier rumfahren kann. Weil liegen tut ja nichts mehr. Strom einschalten. Bahn aktivieren, eher gesagt. Diese Generatoren kennen wir ja noch, ne?
So, damit wir hier durchkommen. Erstmal speichere ich. Und sage dann, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, denkt an das Däumchen. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.